Zorli, jetzt muss ich glaub heim die armen verheiten Blümli pflegen. Vielleicht kommen die halb vertrockneten Tröpfchen noch davon, wenn ich es gerade ins Wasser stelle. Wie kann man auch nur so herzlos sein und so ein herziges Blumensträusschen einfach fortrühren? Sali Kasper, bringst du mir schon wieder so einen lampigen Besen? Sorry, Prinzessin Rösli, dir bringe ich gewiss sicher lang keinen Strauß mehr. Das sind nämlich meine Blümchen, die du einfach vorgerührt hast. Oh je, Kasper, tu doch nicht so wegen dem Unkraut. Wächst ja noch viel auf der Wiese. Das ist ganz gleich. Wenn man Blumen pflückt, muss man es auch einstellen. Und wenn ich gewusst hätte, dass du keine Freude hast daran, dann hätte ich dir auch gar keine gebracht. Weisst du, wie mir das gleich gewesen wäre? Ich habe nämlich etwas 100'000 Mal Schöneres bekommen. Der allerteuerste Edelstein von der ganzen Welt. Schau nur, wie der 14-Gückel rot leuchtet. Gell, hä? So etwas Prächtiges hast du halt nicht. Brauche ich auch nicht. So ein Eselstein wird einem nur gestohlen. Oder man muss beständig Angst haben, wir verlieren einmal. Nein, nein, ich habe mehr Freude an meinen Blumen. Und die gehe ich jetzt einstellen, dass das Köpfchen nicht länger die Lampe lassen müssen. Adieu, Prinzessin! Blöder Kasper. Hat nicht einmal meinen Edelstein bewundert. Der weiss nicht, was toll und teuer ist. Mich nimmt es nur Wunder, ob er echt auch wirklich blau wird im Mondschein. Es dunkelt sicher bald. Ich glaube, ich mache da in der Wiese ein Schläfchen. Und wenn ich verwache, steht der Mond am Himmel und ich kann meinen Edelstein sehen leuchten. Ich bin richtig müde von dem schönen Tag. Ich kann sicher schön träumen, wie ich von jetzt an den Edelstein in meinem Prinzessinnenkrönli träge und wie alle Leute staunen und sagen, das ist die schönste und reichste Prinzessin von allen Zeiten. Ich füsele wirklich schon ein. Mein Edelstein gebe ich nie, nie mehr her.